Dass die Einfachheit dessen, was man hier erzählt, ich baue jetzt immer auf das vorhergehende Selbstgespräch auf, dass es nichts nützt, wenn du das intellektuell wiederholst. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Aber du hast nichts zu tun mit Bewusstsein, solange du dich mit einer Figur von dir verwechselst. Dann nützt das ganze Geschwätz der Figur nichts. Mit ein bisschen weiter gespannten Vorstellungen von Allgemeinbildung, was du feststellen, das ist ein reines Rezitieren. Du merkst es dann. Das heißt, es sind nicht die Meinungen der Menschen, es sind Anderungen, es sind Facetten deines Wissens, dass du dir nachvollziehen kannst, dass du genau sagst, der hat das gelesen, der hat das gelesen, der hat das studiert. Ja. Und das sind alles Meinheiten. Ich wiederhole das nochmal, ob hier ein Philosophieprofessor dir was sagt, erklärt, was der Sokrates gesagt hat oder der Archimedes. Es ist angelesenes Wissen, dass er sich in die Vergangenheit denkt, das ist vollkommenes, einseitiges Rezitieren. Das hat mit Bewusstsein nichts zu tun. Das musst du merken. Oder wie ich immer sage, unser Professor Lesch oder der Gassner, die ganzen Physiker, das ist ein Photon im Fluch. Ich stelle die Publikation rein, wo man das nachlesen kann, wie die das aufgenommen haben. Das ist geistlos. Und es sind immer nur Anderungen, es sind nicht die Meinungen dieser Figuren. Und ich weise nochmal darauf hin, die KIs, ein KI ist ja ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsmechanismus und wie interpretiert wird, hängt von diesem programmierten Schwamminhalt ab. Das heißt, solange du die Meinungen anderer oder angelesene Meinungen rezitierst und in deiner Vorstellungswelt verwirklichst, darum ist es so unheimlich wichtig, wenn ich immer wieder darauf hinweise, das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Wenn wirklich was hundertprozentig sicher ist, dann stellt sich die Frage nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wenn ich erkenne, dass es hundertprozentig sicher ist, hundertprozentig sicher ist zum Beispiel etwas, was du jetzt sofort überprüfen kannst. Ich sage, es ist hundertprozentig sicher, dass du jetzt zwei beziehungsweise drei Pixelmännchen auf dem Bildschirm siehst. Und das sind flackernde Lämpchen. Sofort überprüfbar, hundertprozentig sicher. Ob das stimmt oder nicht stimmt, die Frage stellt sich nicht. Und wenn man diese Genauigkeit ansetzt, kann ich es hier und jetzt überprüfen, dann wirst du feststellen, dass wirklich über 99% deiner bisherigen Glaubenssätze, die für dich hundertprozentig sicher waren, zum Beispiel, ich wurde von meiner Mutter geboren, kennst du genauso vom Hörensagen. Die Frage ist schon mal, an was denkst du, wenn du das Wort ich denkst? Eben. An den Trockennasenaffen, der jetzt vor dem Computer sitzt, wo du dich letztendlich hinter den Augen im Kopf befindest, weil du ja schon deine Augen vor dich hindenkst. Mit was hast du jetzt diesen Bildschirm angeschaut? Mit was hast du die Stimme gehört, die du jetzt hörst? Jetzt denkst du dir einen Lautsprecher aus, also ein Mensch spricht sowieso nicht. Ich habe das so oft gesagt. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist nicht einmal hundertprozentig sicher, ob jetzt irgendwo in einem Gehäuse ein Lautsprecher drin ist, wo eine Membran hin und her schwingt. Das ist ein logisches Konstrukt. Wenn du das Ding jetzt zerlegst, wirst du auf einen kleinen Lautsprecher stoßen. Das ist aber eine selbstverwirklichende Prophezeiung. Weil wohlgemerkt, das ist das, was Solo-Feeling von allen unterscheidet. Das ist hundertprozentig sicher. Ich sage, zuerst einmal in den Elementaraussagen. Das bietet dir nichts und niemand, keine Religion. Religionen zwingen dich blind zu glauben. An irgendeinen Abraham, an einen Mohammed oder was auch immer. Esoterik ist angelesenes Wissen. Es ist zwar alles richtig, wenn ich den Symbolgehalt verstehe, dann ist die Naturwissenschaft genauso richtig wie die Esoterik, die Religion. Wenn ich mir diese Worte bildlich vorstelle, so wie ich mir einen Krug vorstelle, der zum Brunnen geht, bis er auseinanderbricht, habe ich überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Und die Meinung, die angeblich eigene Meinung, die irgendwelche Figuren, irgendwelche Protagonisten in deinem Kopf, die du dir jetzt ausdenkst oder auf dem Bildschirm oder auch auf der VR-Brille hast, äußern, das ist nicht die Meinung dieser Figuren. Es ist eine andere. Ich sage dir jetzt, was deine eigene Meinung ist. Das, was du jetzt durch den Brösel-Udo-Lautsprecher hörst, weil ich nämlich von Anfang an behaupte, ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, dich mit irgendeinen Gedanken von dir zu verwechseln, mit einem Trockennasenaffen, wo du sagst, das bin ich. Ich erkläre dir deine ureigenste Meinung, von der du noch gar nichts weißt. Und ihr wisst auch hier, ich sage wieder dazu, dabei lass mal das, was du oberflächlich an Informationen in einem ständigen Wechsel erlebst, hast du mal vollkommen unangetastet. Das ist sekundär.
Der Fokus richtet sich auf den, der es erlebt. Dann wirst du feststellen, dass der es erlebt, wenn du denn jetzt wieder irgendwie versuchst, dir gedanklich vorzustellen, das funktioniert nicht. Weil es ist hundertprozentig sicher, dass du ein Leben erlebst, aber an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Tausende Mal habe ich das wiederholt. Egal, an was du jetzt denkst. Das ist Es ist eine Vorstellung. Stellst du dich schon wieder vor dich hin. Es ist es immer sein, die unveränderliche, so wie der Leser, der ein Buch liest und einer, der sich einen Film anschaut, der reine, wertfreie Beobachter sich nicht verändert. Denken wir uns jetzt einen Zuschauer aus, der sich das anschaut, der hat auch schon eine gewisse Veränderung, weil er am Ende des Films nämlich mehr weiß wie am Anfang des Films. Aber der, der dann ganz da davor steht, das ist das JCH, der ist das Meer. Das ist das UB. Das Symbol zu verstehen. Dass die Schöpfung das sehr, wo ich immer wieder sage, man muss jetzt sehr, red mal jetzt von dem braunen Brösel-UB, das ist genauso ein Gedanke wie du und jeder andere, der von dir ausgedacht wird. Das ist es ist wirklich, du hast gerade, bevor ich eingeschaltet habe, die Aufnahme, Peter sagt, das ist ein Wahnsinn, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich spreche so einfache Sätze, die für hochgebildete Menschen durch diese Filter absolut nicht verstanden werden. Wenn ich jetzt sage, egal an was du denkst, ich wiederhole das immer wieder, wiederhole das bis zum Erbrechen. Schau, welche Information da ist, wenn du Fernsehen schaust oder Zeitung vor dir liegen hast oder ein Buch liest. Da ist was da und du interpretierst jetzt Worte, du Geräusche, du interpretierst Worte und baust Maßsetzung deines anerzogenen Intellekts, deines Schwammenhalts, deines Programms, wie ich das nenne. Baust du in deinem Kopf Vorstellungen auf. Es spitzt sich ja nur in deinem Kopf ab. Selbst dein jetziger Intellekt macht dir das erkennlich, wenn du da mal eigenständig denkst. Du denkst dir das jetzt aus. Du verstreust diese Gedanken, diese ideellen Vorstellungen, die du jetzt aufgrund von Worten oder Geräuschen aufbaust. Wort einmal gesehen und einmal gehört. Das verstreust du rein gedanklich um dich herum. Und du meinst, du hast mit dem Zeug überhaupt nichts zu tun. Und ich sage jetzt ganz einfach zu dir, unendlich geistlos und dumm bist du eigentlich, wenn du glaubst, dass ein Denker nichts zu tun hat mit dem, was er sich denkt. Richtig. Oh Mann, richtig. Oh Mann. Ja. Darum ist es auch sehr wichtig, dass ich sage, alles, was ich erzähle, richtet sich nicht an irgendwelche Menschen, die du dir jetzt ausdenkst. Ich unterhalte mich nicht mit Gedanken, ich unterhalte mich mit dem Denker und nicht einmal mit denen, sondern mit denen, der sich jetzt offensichtlich, zumindest wenn er einen Hauch verstanden hat, sich als Denker zuerst einmal setzt, was ich gern träumender Geist nenne. Wenn du das verstanden hast, kann man vollkommen ein neues Kapitel in deinem Bücherregal aufschlagen, ein neues Buch aufschlagen. Und keine Sekunde früher. Oh ja. Und es ist halt jetzt immer auch, wenn ich jetzt mittendrin sitze, auf der Seite 15 oder auf der Seite 25, auf der Seite 30, habe ich halt noch ein Stück zu lernen in dem Leben. Nämlich das, was ich dir jetzt sage. Du hast jetzt die große Chance, das zu verstehen. Und wenn man dann im letzten Drittel ist, dann sieht es wieder wen anders aus. Dann kann man das loslassen lernen. Dann können die Wunder passieren. Du musst keine Angst haben, dass du was verlierst. Immer dran denken, du hast es aus dir heraus verloren, wenn du dir was ausdenkst, unbewusst ausdenkst. Wenn du dir was bewusst ausdenkst, weißt du, selbst wenn ich es mir ausdenke, vor mich hinstelle, ist es trotzdem in mir drin. Und ich sage immer dazu, das schreibt dir eigentlich sogar dein materialistischer Glaube vor. Es muss ja eine Information von dir sein, sonst kannst du es ja nicht wahrnehmen. Was jetzt ein sehr Aspekt war, ist dieses Spiel, das wiederhole ich nochmal vom letzten Selbstgespiel. Solange du das zweite Gebot brichst und glaubst, es kommt irgendwas von da außen oder dass da außen irgendwas ist, da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde, DR, ist immer geöffnete Berechnung. Außen, OB, tausendfach erwähnt. Es ist die eine Seite. Du musst erst einmal begreifen, dass es von innen kommt, um dann zu erkennen, dass wenn du, es kommt von außen und von innen, haben wir ja schon wieder mal das hier. Aber es kommt weder von dem Außen noch von dem Innen, weil beides ist was aus dem eigentlichen Innen, aus dem Innersten herausgedacht.
Jetzt haben wir eigentlich nur anders ausgedrückt und das Spiel, wenn ich die Quelle einen Science Gott nenne und ich setze die in den Himmel, dann fällt mir was ein. Wenn ich das El Hayom, diese Symbolik, das Dennach, sage Gott das Meer, dann taucht was in mir auf. Aber der Mittelpunkt ist weder oben noch unten, sondern der Mittelpunkt ist der, wo dieses ausgedachte oben, der ausgedachte oben seiende Gott oder der ausgedachte unterseiende Gott herkommt. Der absolute Mittelpunkt, das bist du selbst, das sind wir. Das ist das Nihilo, dieses absolute Nichts. Das Verrückte ist, dass selbst diese Aussage sofort überprüfbar sind, wenn du dich sehr genau beobachtest. Und du schaust dann mal, was du sprichst und was du in dem Denken in dir selber eigentlich für Vorstellungen aufwirfst. Ein nicht gedachter Gedanke existiert nicht, der ist aber trotzdem als Seinsmöglichkeit da. Schau, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch oder ein Bücherregal anschaust, existieren in dem Moment auch keine Worte. Die musst du dir jetzt erst denken. Sobald du dann sagst, ja, da stehen ja Worte drin auf den Seiten, dann existieren die auch, weil sie gedacht waren, weil sie existiere, weil sie aus dieser Einheit herausdrehen. Unsere Buchmetapher, tausendmal erklärt, so unendlich simpel. Ja. Und das Komische, was ich feststellen muss, dass umso intellektueller einer verkopft ist, als Figur, als Protagonist mit der Maske, verstehe das nicht. Ja, stimmt. Und das einfache Brösel, das ist ja gerade jetzt immer, wenn ich so jetzt meine Fettings oder die Donis nehme, das sind jetzt weder hoch überstudiert Verkopfte, es sind einfach nur ganz einfache Lehrer, sind aber auch nicht Vollproleten. Nicht ganz. Also das tun sich am leichtesten. Die tun sich am leichtesten. Ja. Stimmt. Ja. Und das ist das, was du wiederholen, da solltest du den Fokus draus haben. Und dann kann man drauflegen. Und dann wirst du mit der Symbolik des Spiels immer nur dich beobachten, wie du reagierst. Jetzt mit dem Maskenzwang. Ich habe jetzt heute Morgen wieder etliche Anfragen gekriegt. Ja, und jetzt, wenn ich die Maske aufsetzen muss, das ist mir voll zuwider. Nee. Ich sage, das sind, du hörst nicht zu, das brauche ich nicht einmal darauf antworten im Großen und Ganzen. Ja. Das ist doch so vollkommen gleichgültig. Du regst dich doch auch nicht auf, oder dann eventuell doch, wenn ein Film läuft und dir ist bewusst, dass du einen Film anschaust, was die macht. Wenn du dich doch noch aufregst, hast du sowieso nichts verstanden. Ja. Weil das ist immer noch dein Programm, das reagiert. Du musst eine Stufe drüber. Mein Kinobeispiel, wo ich sage, du musst nicht der sein, der einen Film anschaut. Du mischst dich zwar nicht ein oder im Theater, du springst nicht auf die Bühne, wenn was passiert. Genau. Wenn wir in einem Theaterstück sind oder in einem Film sitzen und du siehst, dass einer sich heranschleicht und einen Umbringer will, springst du nicht auf die Bühne und hältst den davon ab. Aber interessant ist, dass halt im Zuschauer sind verschiedene Werte- und Interpretationssysteme, verschiedene KIs und jeder wird die Bilder anders werten. Ja. Das heißt, die große Masse deiner eigenen Informationen werden von dir erschaffen. Es ist ein Riesenschwall von Interpretationen. Verlagere nichts, hast du mal auf die Reizauslöser. Und dann der nächste Schritt ist, dass man in die Köpfe reinschaut. Das ist mein Wildbordzahlbeispiel, 201 Menschen. Ja. Ganz gezielt jetzt schon dir Menschen ausdenken, wo du dann dir bewusst machst, ich denke mir jetzt in den und den Kopf des und dieses oder jenes rein. Scheiß, denken wir uns zum Beispiel mal einen Udo-Kopf aus und du denkst dir jetzt, der Udo steht in seiner Küche und dreht sich ein bisschen rum, dann ändern sich ja die Bilder in dem Udo-Kopf. Wenn du jetzt den Udo seine Wohnung, die du dir jetzt ausdenkst, kennst, dann weißt du, was für Bilder ungefähr auftauchen, ganz grob. Wenn du den nicht kennst, ist das eine Blackbox. Ja. Die Küche. Das ist immer wieder der Spiel. Aber du weißt, es ist trotzdem, wenn ich jetzt die Möglichkeit ist, zu überprüfen, als Brösel wäre jetzt nur, dass du dich dahin hindenkst, wie in einem Videospiel. Aber das ist dieser ständige Wechsel. Da können wir noch viel, viel genauer werden. Ich mache das wirklich. Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, die du auf der Stelle verstehen könntest mit dem jetzigen Dialekt, den ich zuspreche. Sonst würde ich die jetzt gar nicht auftauchen lassen in dir. Dieses, das verstehe ich nicht. Ich sage dann, wer die Filter? Das sind doch nur diese Filter. Und es ist mir jetzt erst einmal wichtig, dass du nicht, dass du die abstellst, sondern dass dir das bewusst wird, was die Ursache ist. Dass du leidest. Niemals einen Reiz auslöst, dass du dich ärgerst. Egal, über was du dich ärgerst, es ist nicht schuld, dass du dich ärgerst. Dein Ärger ändert auch nichts an dem, worüber du dich ärgerst.
Ich habe es versucht, das geht nicht. Dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, das erhebt dich, das ist die Christus-Symbolik, ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Dann, wenn diese Metaphern kriegen eine Tiefe, der Seemann, der einen Samen aussetzt. Jetzt können wir natürlich viel Spiel machen, das erspare ich mir jetzt, dass wir uns das dann mal den griechischen Text anschauen. Und schauen uns die griechischen Wörter genauer an. Und dann schauen wir uns denselben Text vom Seemann, die Geschichte des Gleichnisses vom Seemann, schauen wir uns dasselbe mal in einer hebräischen Übersetzung an. Und dann schauen wir uns die Wörter genauer an, so wie wir es jetzt im Dennach gemacht haben. Und dann wirst du feststellen, dass da plötzlich was ganz was anderes rauskommt. Dann ist nämlich der Samen, der ausgestreut wird. Wenn ich jetzt denn das Wort Samen, das hebräische Wort, wieder die Grundradix von Samen, ist eine festgesetzte Zeit, das sind Zeitpunkte. Die sind sowieso vergänglich. Aber du hast verschiedene Sachen. Ich kann einen Samen auf einem steinigen Boden sehen, dann verdirbt der Samen. Das ist ein Samen, der in einem materiellen Umfeld ist. Und jetzt kommt dann hier von vornherein, hast du keine, als Geist keine Überlebenschance, weil du bist ja dieses Umfeld, redet dir ein, du bist ein sterbliches Säugetier. Ich sage immer wieder, das sind die männlichen Samenfädchen, die nicht nach einem Ei suchen. Das sind die Menschen, die nicht nach AI, nach ihren eigenen Schöpfergott suchen, nach dem Nichts. Darum ist ja das Schöne, dass diese Buchstaben alle J, A, I eigentlich zuerst einmal rot gelesen Schöpfergott heißen und Nichts heißen. Dann heißt es aber auch wo. Dann haben wir doppelt aufgespannt mit den Kreisen. Im Zentrum. Im Zentrum, wenn du eine Rolle spielst. Das macht übrigens dann die Schöpfung deines Intellekts Baugeläden und du bist der Schöpfergott. Jetzt verknüpfen wir das schon. Dann heißt es Insel in meiner Wassermetapher, sage ich immer wieder, wenn man Wasser, jetzt normal ist es ja Punkt Elayom. Aber wenn wir uns das als Meer denken, brauchen wir etwas, was nicht mehr ist. Die obere Hälfte und es spiegelt sich. Da kommen die 16 Seiten. Das, wenn mir Insel ist, das göttliche Sein ist Bewusstsein Gottes. Denn das göttliche Sein, rot gelesen, ist das Bewusstsein Gottes. Jetzt mache ich aber auch oft das göttliche Sein, dann spanne ich die Raumzeit auf. Und dann mache die Raumzeit Gottes. Wir können natürlich auch beides, das L als 70 lesen, dann heißt es, die Raumzeit ist ein Joch, etwas Hochgehobenes, etwas Ausgedachtes, dann kommen wir in den Bereich. Wenn wir das rote Wasser als Geist setzen, hebt sich aus dieser Nulllinie ein Wellenberg raus und dann steht im selben Moment unten dieser Raum, wo noch nichts drin ist. Die Leere, das Vakuum, die eigentlich laut dem Physikbüchern wieder reine Energie ist. Da ist nichts, da ist kein Atom drin. In dem Vakuum, in dem Ausgedachten. Aber es entspringt plötzlich, haben die festgestellt, wie sie das auch immer gemacht haben. Jeder, der dir das erzählt in den Teilchenbeschleuniger, der baut schon wieder Vorstellungen auf, Märchengeschichten, wo er die Metapher nicht versteht. Vakuumfluktuation. Aus diesem Nichts, das pure Energie ist, entspringt ständig ein Teilchen und ein Antiteilchen gleichzeitig und fällt wieder in sich zusammen, löscht sich aus. Also muss dieses Nichts, muss eigentlich reine Energie sein. Versteht ihr in Physikbüchern? Stimmt doch. Meinst du, dass irgendein Physiker ein letztes Weiß in ihre unendlichen, geistlosen, materialistischen Vorstellungen, die voll die Kausalität auf den Kopf setzt, weil sie nichts weiß, wenn ich auch immer wieder den Mediziner, der Mensch, die Menschen retten, was ist ein Mensch? Ein Körper? Das ist so geistlos, so unendlich dumm. Rangieren alle nach Geld. Wenn du jetzt in Corona schaust, wenn viele Ärzte sagen, ja, das heißt nicht mit der Ausgangsbeschränkung, dass man, wenn man dringend was zum Arzt muss, sollte man doch trotzdem zum Arzt gehen, weil ihren Praxen genauso leer sind. Und ich sage, wenn einer prinzipiell, jetzt reden wir ganz normal, wenn ein Mensch wirklich ein dringendes Problem hat, eine Blinddarmentzündung oder was, dann geht er doch zum Arzt. Jetzt plötzlich sind die Praxen leer. Ich kann da ganz einfach, wieso? Weil die wegen jedem Babyfax zum Arzt rennen, weil man ihnen irgendwas eingeredet hat, dass die Praxen voll sind. Das heißt, wir hatten jetzt einen Zustand, wo die ganzen Praxen leer waren. Wo wirklich nur Leute hingegangen sind, die dringend zum Arzt mussten. Und jetzt erinnert euch, wo ich euch gesagt habe, ich springe jetzt einmal zurück Anfang der 70er Jahre. Wenn ich jetzt abraste und ich analysiere, ich mache immer gern mein kleines Weißenburg. Weißenburg hat die letzten, was haben wir jetzt, 2020, 70, 50 Jahre.
Weißenburg hat die letzten 50 Jahre die Einwohner nahezu nicht verändert. Ja. Plus minus 1000 ist es immer gleich geblieben. Ja. Wenn wir jetzt schauen, wie viele Ärzte, wie viele ganz normale Allgemeinärzte in Weißenburg und Zahnärzte praktiziert haben, bei derselben Einwohnerzahl, du fällst um. Ja. Du fällst um. Es waren ungefähr 5, ich mache mich nicht auf ein, zwei fest, ich waren ungefähr 5 Stück, glaube ich, zurzeit sind es 25 oder 27 Stück im Weißenburger Klinikum. Es ist ausgedacht, natürlich jetzt alles ausgedacht, ich rede nur Worte. Und was natürlich noch dazu kommt, in Bezug auf mein Supermarktbeispiel, Lebensmittel, dass hier zum Beispiel hier ja das Umfeld, die kleinen Ellingen 3 Kilometer davon weg, die ganzen Dörfer drumherum, die sind ja alle zu diesen nach Weißenburg zum Arzt gegangen. Mittlerweile hat Ellingen allein, glaube ich, 3 Zahnärzte. Das heißt, Ellingen mit 3000 etwas Einwohnern hat mittlerweile schon fast genauso viel Zeit Einwohner wie vor 50 Jahren Weißenburg gehabt hat für mit Umfeld. Nicht nur, ich darf ja nicht nur die 18.000 Weißenburger nehmen, sondern da ist ja ungefähr 30.000 Einzugsgebiet noch mit dabei. Bei Allgemeinmediziner sieht es ähnlich aus. Mein Supermarktbeispiel. Siehst du, du musst deine Vergangenheit, die wir uns jetzt ganz bewusst jetzt denken, wo alles ganz normal funktioniert hat. Ich weise da immer wieder darauf hin, die Welt war kein bisschen anders. Zu sagen, die Medizin hat einen Fortschritt, einen Segen gebracht für die Menschheit, ist die größte Trugschluss und die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Segen für die Ärzte. Abgesehen davon, dass bei Holofeeling sowieso nicht um die Trockennasenaffen geht. Ja. Es sind Protagonisten, es sind Märchenfiguren in deinem Traum. Für der zu sein, glaube ich. Ja. Ich möchte jetzt wieder, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, du musst anfangen, des Kaisers neue Kleider zu sehen. Ja. Wenn ja. Du bist. Ja. Ja. Wirklich. Ein sauberer Geist, ein unbedarfter Geist, der nicht mit sinnlosem Fremdwissen arbeitet. Das Wissen als Ding an sich ist natürlich sehr wichtig, aber in erster Linie, wenn du auf die Metapherebene gehst. Es bleiben immer diese vielen Perspektiven, wo ich immer wieder drauf eingehe. Die Vervollkommnung besteht in dem Moment, dass du dir einfach die anderen Möglichkeiten bewusst machst. Jedes andere Denksystem ist eine andere Möglichkeit zu denken. Ja. Und es ist der klassische Spiegel, wo ich immer wieder sage, es sollte dir klar sein, dass wenn du vor einem Spiegel lächelst, lächelt das Spiegelbild zurück und wenn du schreist, dann schreit es. Und die Welt um dich herum ist das Spiegelbild deines momentanen Charakters, den du dir nicht raussuchen konntest. Charakter ist Abi. Das schöpferische Wissen deines Intellekts. Das ist ja gar nicht dein Intellekt. Das ist die Prüfungsbogen, den du zurzeit als Prüfung durchlebst. Eine Diskussion zu führen, wenn du merkst, dass einer diskutieren will, Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt, erkläre ich seit 30 Jahren. Das sind aber Standpunkte außerhalb dieser absoluten Mitte. Das sind periphere Standpunkte, die diskutiert wird. Ist jetzt rechts richtig oder links richtig? Wie sieht es aus, wenn ich die Mitte kenne? Ich muss mich hier aus der Mitte schon herausdenken und mich irgendwie in die Peripherie stellen. Genau. Und dann in meinen Standpunkt, den ich einnehme, meine ich dann, das ist schon der absolute Mittelpunkt. Es ist nur der Mittelpunkt deines Denksystems. Eben. Ja. Ja. Eben. Toll, gut. Solange du das Wort richtig in einer Form von richten, haben wir auch, ich richte mich nach. Mich immer noch von einer einseitigen Richtung, wo die Kehrseite fällt. Das fällt übrigens nicht nur die Kehrseite. Das ist ja das, was ich immer sage. Wir haben zuerst einmal immer 2 Extreme, Kreis und Dreieck. Und als Schattenwürfe, diese 2 Extreme, haben noch viele, viele Untersysteme, wo mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmiger sind. Und dieser Kompromiss, der dann oft gefunden werden will, in Bezug, wenn ich die Ebene nicht ende, ist ein Wischiwaschi, wo weder das eine noch das andere ist. Das sind die Launen, die nenne ich als Jesus die Launen. Die sind mir verhasst. Das sind nämlich die Fähnchen nach dem Wind, die es alle recht machen wollen. Den Linken genauso wie den Rechten. Aber das steht jetzt ja wieder im Widerspruch, wenn ich sage, gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Du sollst nicht allen recht machen, sondern du sollst möglichst konfliktfrei leben. Das Wort ist im Holger, wo ich sage, ist doch ganz easy. Dann halte ich einfach an die Verkehrsregeln in deiner Traumwelt. In dem Land.
Das wäre jetzt das zum Beispiel, wenn hier wir Flüchtlinge in Anführungszeichen haben. Da gibt es so liebenswerte und nette Menschen. Mhm. Ich sage das immer wieder. Aber da wir natürlich sehr, sehr viele liebenswerte und dankbare Flüchtlinge haben, die in dir auftauchen. Richtig. Wir müssen jetzt nicht nur in Bezug auf die aktuelle Krise nehmen, sondern gehen wir weiter zurück, wo die Fremdarbeiter ins Land gekommen sind. Wo ich immer sage, wenn bei uns jetzt hier mein Gemüsehändler und so viele, wo ich habe, das sind so liebenswerte, nette Menschen. Stimmt. Muss man nicht diskutieren, gar nichts, hilft mir bei alles. Ja. Sind ja auch, zwar keine Flüchtlinge, aber Ausländer. Wenn es den gibt, gibt es solche natürlich auch. Ja. Da will ich schon wieder bloß die einen. Die, gegen die haben wir ja nichts. Aber die anderen. Kriegen wir beides. Das ist alles Spiegelbilder deiner Unvollkommenheit. Und du wirst bis in alle Ewigkeit unvollkommen bleiben, wenn du das nicht irgendwann nochmal checkst, um was es in diesem Leben geht. Ich sage jetzt ganz bewusst in diesem Leben, das du durchlebst. Ja. Die Öffnung einer aufgespannten Berechnung ist immer eine Generation. Und dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, das Programm und die Daten, das ist das blaue Chat dahinter von deinem Ich. Dein intellektuelles, deine intellektuelle Kollektion ist dein blaues Ich. Das rote Ich ist auch eine Kollektion, aber eine rote Kollektion eines kleinen Gottes. Das ist dann die 10, die 1 auf der 10er Ebene, rot. Es ist kein Esoterik, wo wir machen, wobei das Esoterik, das Wort natürlich dann wieder passt, weil das hast du ja dann innerhalb des Kreises. Und da haben wir wieder das Spiel wie mit innen und außen. Das ist nicht dieser nicht denkbare absolute Mittelpunkt. Der kennt kein Gegendal in Bezug auf eine einseitige Richtung wie oben und unten. Da muss man jetzt dann höherdimensional denken, aber da fange ich jetzt nicht damit an. Und jetzt hast du auch in der Physik, darum habe ich den Schmetterlingsphänomen angeschlagen, die kleinsten Reaktionen von dir, die kleinsten Bewertungen sind Flügelschläge deines Schmetterlings. Auch die bewirken sehr, sehr viel, wenn sie sich dann hochschwingen. Das wird dann auch jetzt wieder vorgelegt, aber das ist, ich sage mal immer wieder, für dich chronologisch denken, denn wird es in ferner Zukunft passieren. Das heißt, du kannst jetzt in kleinen Babyschritten, wie ich das immer genannt habe, kannst du eigentlich schon dafür sorgen, dass du eine sehr, sehr vollkommene Welt kriegst in der Zukunft. Ohne dass du im Großen was verändern musst. Du musst die kleinen Babyschritte verändern. Den Rest macht dann die Chaos-Mathematik für dich. Klasse. Super. Das ist gut. Das ist gut, ja. Immer dran denken, Chaos heißt Luftraum. Da ist weg gewesen, das Licht, das rote Licht des UB erzeugt deinen Traum. Ja. Der Traum wiederum ist TR. Das ist die Reihe, jetzt kann ich das Spiegel Quintessenz oder die Spiegelwahrnehmung, gespiegelte Wahrnehmungen lesen. Das ist, der Spiegel ist unheimlich wichtig. Darum ist ja auch der Spiegel und die Sprache, SB. Reden wir von bewusster Weisheit, SB, oder reden wir von einer Schwingwelle, von einer Schwelle? Raumzeitliches Wissen. Also ich sage so nebenbei, lern einfach, zerst einmal das Rot-Blau und spiel bloß mit Rot-Blau rum. In Kombinationen. Und dann wirst du merken, dass das Hebräische, was dann die Wörter bedeuten, wirklich drauf aufbaut. Ja. Und dann kann man wirklich umformen, weil der Witz ist ja, du liest der Zeitung, es sind Worte oder Geräusche da, sprich Worte gehört oder gesehen, und du machst aus den Worten Vorstellungen, die du dann auch in dir verwirklichst. Es spielt keine Rolle, ob du das jetzt nur glaubst und denkst oder ob du das auf einer Verabredung dann noch materialisierst. Realisierst, würde der normale Mensch, wobei real drauf ankommt, bedeutet was ganz was anderes. Ursprünglich. Jetzt ist es also definitiv so, dass in dem Moment, wo ich doch aus den Worten, aufgrund meines Sprachverständnisses, auch andere Vorstellungen generieren kann. Gedanklich. Wirst du irgendwann einmal bei einer gewissen Reife feststellen, dass du diese gedanklichen anderen Vorstellungen auch realisieren kannst auf der Verabredung. Es verändert sich dann auch deine sinnlich wahrgenommene Welt elementar. Übrigens mache ich jetzt kein Science Fiction, das ist jetzt schon, aber in einem anderen Buch. Das ist wie wenn ich zum Kind sage, der hier, Big, so ein Drehauto kriegt oder so ein Drehroller kriegt, wenn ich zu denen sage, du darfst mal selber Auto fahren.
Naja, naja. Das ist natürlich normal chronologisch gesprochen. Der wird, wenn er Auto fährt, wird er jetzt Auto fahren. Aber nicht in dieser Reifestufe. Ja, gute Mitte. Ich sagte dir, du wirst vollkommen neue Welten erschaffen. Aber nicht in dieser Reifestufe. Ja, ist auch gut so. Das ist gut so. Erinnert ihr euch noch an den Roman, wo ich vor langer, langer Zeit angesprochen habe? Stein und Flöte? Ja. Mit Flöder, wo es darum ging, mit dem Lehrer. Wenn du ein wirklich guter Lehrer bist, das gilt auch für einen Vater, setz für den Lehrer den Vater, dann sollte dein einziges Bestreben sein, dass deine Kinder, wenn sie einmal groß sind, es noch weiterbringen wie du selbst. Ja. Also ich lebe in guter Hoffnung, dass irgendwann einmal du eine Welt aufbaust, die noch viel gigantischer ist, wie die ich aufgebaut habe. Und Zeit spielt dabei keine Rolle. Und die Welt, die ich aufgebaut habe, das ist das, was ich dir mit Holofeeling erkläre. Und da ist dein momentane Vorstellung von Welt ist ein Nichts, meine Schimmelpilzkolonie. Ja. Was die von dir ausgedachten Weisen der Welt glauben, was Wirklichkeit ist und was alles ist. Es ist alles richtig, alles Puzzlestückchen, aber so weit weg von dem, was wirklich Wirklicht ist. Es ist ein Rückschritt gewesen. Das sind die Mittelalter, wenn du mittelalterliche Bücher jetzt bewusst chronologisch gedacht, die Weisheiten eines Paracelsus und so weiter, liegen dem wesentlich näher. Da war noch Gottglaube dort, gibt es schon lange nicht mehr. Der wurde abgeschafft. Der Geist wurde abgeschafft in der Welt. Am Anfang war das Gehirn die Materie, der Urknall, was auch immer. Und wer denkt sich das aus? Das ist so geistlos. Und das Verrückte ist, wenn jetzt Figuren in deinem Traum auftauchen, wo du das erzählst, dann achte mal gerade die Elite der Welt, die wollen nichts davon wissen, weil mit Märchengeschichten, wir reden von Fakten, sagen die dann. Und wissen nicht einmal, was ein Faktum ist. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und alles, was die sich denken, an Zahlen, wo sie geistlos rezitieren, nachäffen diese dummen Affen. Egal wer, ob das Rechte oder Linke sind, egal ob das Verschwörungstheoretiker sind oder Mainstream-Anhänger sind. Sie lesen was im Internet und verwirklichen das. Und jeder, der wo was anders behauptet, ist ein Lügner. Das ist so ein simples und einfaches Prinzip. Und dann wird gestrichen, es ist das Land der Dichter und der Denker, habe ich vor 25 Jahren schon Ich bin durchgeschrieben. Es ist einfach nur ein erbärmlicher Haufen von Egomanen. Von Besserwissern. Recht haben wollen. Ja. Und jetzt daran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich diesen Figuren, die ich in deinen Lebenstraum, in deinen Roman, den du liest, hineingeschrieben habe, dass ich denen nicht vorwerfe, dass die so sind, wie sie von mir erschaffen wurden. Genau. Wenn ich wem was vorwerfe, ist es, ich werfe es dir vor. Ich werfe das erst einmal als Gedanken vor dich hin. Eigentlich magst du das, weil ich du bin in einem unbewussten Zustand. Ich, den du jetzt zuhörst, bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Dann ist aber überhaupt nichts mehr da davon. Ja. Darum sage ich immer wieder, wenn du wach wirst, du wirst nur teilweise wach, wenn du glaubst, wach zu sein und denkst noch an den, der du jetzt zu sein glaubst. Wenn du wirklich wach wirst, dann weißt du, dass du alle bist, die du dir ausdenkst. Dass du all die bist im unterschiedlichen Leben, wenn du wirklich wach wirst. Ja, ich bin alles. Und da muss man das Chatting, das gleichzeitige Denken verstanden haben. Und das ist relativ einfach. Ich schaue wieder mein Bücherregal an, dann sehe ich viele Bücher und ich weiß jetzt, denke ich mir, dass in den Büchern viele Seiten drin sind. Und im Moment, wo ich mir viele Seiten denke, sind die jetzt. Und ich weiß, dass auf all diesen Seiten viele Wörter sind. Und sobald ich mir das denke, sind die aus dem ganzen Bücherregal, die Wörter in einem großen Chat jetzt. Und ich weiß, dass ich jedes dieser Tausende und Abertausende von Wörtern immer nur jetzt, jedes einzelne Wort nur jetzt so ein Geräusch machen kann. Wenn ich es denke beim Lesen. Und dass ich aus diesem Geräusch wiederum zwar viele Vorstellungen machen könnte, aus jedem Wort viele Vorstellungen machen könnte, aber mir nur ein einzige Vorstellung in dem Moment mache, wenn überhaupt. Meistens nur im Hintergrund, wo ich sage, wenn du denkst, bleibst du ja meistens im Bereich der Wörter, aber sehr wohl in einseitigen Auslegungen der Wörter.
Das ist übrigens hundertprozentig sicher, wenn du meine Gedanken mitgehst, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wenn du einer sagt, das stimmt nicht oder ja, aber soll ich gleich rein, geistlos, egal wer es ist. Da muss man dann auch es loslassen lernen. Meine Familie, mein Sohn, meine Tochter, meine Mutter, mein Vater, das sind Gedanken. Mhm. Du bist die Quelle für diese Vorstellungen. Mhm. Das ist erst einmal der erste Schritt in ein vollkommen neues Weltbild. Und jetzt sage ich nochmal, was so extrem lieblos klingt, ist ja eigentlich im Hintergrund die absolute allumfassende Liebe. Umso größer die Seite wird, umso größer wird auch die Seite. Auch das, wenn einer sagt, wenn ich sage, mir gehen die Menschen, die du dir ausdenkst, inklusive den, der du zu sein glaubst, vollkommen am Arsch vorbei. Diese Lieblosigkeit erfordert auf der anderen Seite eine unendliche Liebe, das überhaupt zu behaupten. Weil ich weiß, ich habe keine andere Möglichkeit, dich frei zu machen. Und den ich frei mache, ist nicht der, der du zu sein glaubst. Sondern der ist dein Gefängnis, der ist dein Problem. Das Vorgelegte. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Problem, das du selbst erschaffst, weil es ja von dir ausgedacht wird. Ja. Super. Okay, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Danke, Eva. Vielen Dank. Danke, danke. Tschüss. Und 26.04. Ja, da war doch irgendwas. Ich weiß auch nicht, ich war immer vergesslicher. Ja. Ich hatte dich so gefreut, die Margot. Echt, danke, 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 Udo. Es war so ein Geschenk wieder. Wie gesagt, ich kann es leider nicht in Worte fassen, was ich dir eigentlich sagen möchte, aber ich denke, du weißt es. Besser wie du selbst. Ja. Schauen wir mal jetzt die Jahre zurückblättern hier. Das ist ja immer, ist ja eigentlich, ich muss dem Peter jetzt wehtun, aber sie ist ja eigentlich meine Ehefrau, sie hat einmal einen Ehering gekriegt von mir. Mhm. Das ist immer so zum 60. zum Geburtstag. Nee. Ja. Das ist Verstehe. Ja. Raumzeit. Das haben wir da Gespräche geführt, Peter, wenn du jetzt machst, was sich da alles verändert hat, diese 5 Jahre. Ein Gedanke, den wir jetzt denken. Das ist immer weise prophetische Worte, wo ich dir sage. Es sind immer wieder so kleine Hinweise. Das ist lang nicht auf die heiße Herdplatte. Der Geist mit Filtern hört nicht. Ja. Das sind Tipps, wo ich gebe, die Odyssee, die du mit Ärzten gemacht hast, das war ja damals vor deiner ersten großen Operation. Jetzt, wenn ich sage, das hättest du dir alles ersparen können. Es wäre komplett andere. Diese Entscheidung hat, denk wieder an das Gespräch mit Holger jetzt, hat er komplett eine Zukunft gemacht, die komplett sich in Luft aufgelöst hätte, wenn du das nicht gemacht hättest. Mhm. Aber hätte Fahrradkette. Ja. Dann wiederum war es doch wichtig, weil das jetzt, diese Erfahrung, die du gemacht hast, die hättest du nicht, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest. Also irgendwann hättest du dann doch diese Erfahrung machen müssen. Mhm. Und das ist jetzt in einem wahren Bereich, solange du einseitig denkst, wirst du das nicht verstehen. Mhm. Ja, ich verstehe. Ich kann da viele, viele Beispiele machen. Ich helfe, wenn Leute mich nicht für voll nehmen. Weil du hast ja eine eigene Traumwelt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt die Welt, die du dir ausdenkst, wohlgemerkt, ich rede mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört, wo jetzt Figuren auftauchen, das ist deine Welt. Eine Margot-Welt oder eine Peter-Fetting-Welt ist eine komplett andere Welt. Das ist dieses Videospiel mit, ich sage jetzt nur für Insider, die das besser verfolgen, mein Holger-Andrea-Beispiel. Ja. Da bin ich oft drauf eingegangen. Dass du nur eine Facette, die von dir erschaffene Welt erlebst, aufgrund deiner Reaktionen und Schmetterlingsphänomenen, die sich hochschaffen. Mhm. Du darfst nicht den Fehler machen, dass wenn du dir jetzt an ausdenkst, der ist so, wie du in dir denkst, der kann in einer anderen Welt ganz anders sein. Wenn ich immer mein Beispiel nehme, ich weiß jetzt, wenn jetzt der Peter und die Margot Fetting, je nachdem, Peter Fetting an den Udo denken, denken die einen ganz bestimmten Menschen mit einem ganz gewissen Charakter sich aus. Denke ich mir jetzt einen Jan Stefan, den ich persönlich als Udo überhaupt nicht kenne, den Journalisten, der mich da so abgesaut hat, Weißenburg-Vortrag, der hat mich noch nie gesehen, den habe ich noch nie gesehen, der weiß ganz genau, wie ich bin. Er interpretiert Sachen, die er so oberflächlich recherchiert hat, dass nur auf Lüge aufbaut. Jetzt schau mal, wie oft du jetzt ganz oberflächliche Meinungen, die du vertrittst, weil du die im Vorbeigehen irgendeinen Artikel reinziehst über Menschen, Urteils, die du überhaupt nicht kennst, nicht im geringsten, wie die sind. Ja. Die allermeisten. Ja. Stimmt. Das ist richtig, ja. Stimmt. Das ist alles. Sie sind bekennen. So, wie du sie dir denkst, die haben keinen Einfluss drauf. Das Schöne ist, dass ich mich nicht verteidige, dass mir das wurscht ist. Mhm. Entweder hast du diesen Geist in dir, was ich Geistesfunk nenne, bist du ein Teil von mir oder du bist nur ein Tier.
Ein Protagonist. Und wenn du die Möglichkeiten hast, das ist so unvorstellbar. Wenn ich jetzt, ich mache mal eine raumzeitliche Geschichte nochmal. Stammtisch jetzt. Ja. Udo leben, Bezi leben. Bezi hat natürlich auch seine eigene Perspektive. Holger leben, die jetzt den Stammtisch kennen, der einfach nur eine von vielen Geschichten im Kopf von irgendeinem ist, der diese Geschichten erlebt, wenn er dort dazugehört. Wenn nicht, spielt es auch keine Rolle. Das ist alles austauschbar. Mit unserem Fränkchen, mit dem Dampfershop. Den habe ich ganz am Anfang, habe ich den Tipps gegeben. Das hat er vollkommen ignoriert. Stimmt. Alles ignoriert. Dann, was noch weiter ist, wie jetzt ganz gleich mit Corona los ist. Ihr müsst vorstellen, ich sitze an dem Tisch, die sitzen hier einige und hören mir zu und ich erkläre, so wie ich als Udo jetzt halt als Brösel auf der Brösel-Ebene das erkläre, so wie es in den Selbstgesprächen ist. Und der sitzt mit am Tisch, hat die Kopfhörer drin und sieht sich die neuesten Corona-Nachrichten an. Nein, nein, nein. Unglaublich. Er hat alles, was er jetzt hat, hat er verwirklicht. Da geht alles den Bach runter. Ja. In seiner Welt. In seiner Vorstellungswelt. Ja. Und da ist die Reife noch nicht da. Wer hören kann, der höre. Ja, jeder wie er kann. Das ist der Samen, der in die Hecken reinfällt. In die Hecken. Ich sage immer, die Hecken ist Peripherie. Da kommt kein geistiges Licht hin. Das erstickt den Samen und er wird untergehen in die Scheiße, die er um sich herum ausdenkt. Ja. Keine Überlebenschance. Ja. Egal in welche Sekte, in welchem Glaubenssystem du in Einseitigkeiten hängst, ob das ein politisches, einseitiges Glaubenssystem bist, ich sage immer, ob du rechtsfaschistisch in diesem Bund, in diesem Bündel von rechten Meinungen, ob du linksfaschistisch denkst, es spielt keine Rolle. Ist vollkommen. Und die Vollkommenheit findest du, wenn du zuerst einmal nach dir selbst suchst. Was bin ich eigentlich? Was ist die Welt? Die Welt ist was Ausgedachtes, ein Brandopfer. Bist du schon bereit, diese Welt, dieses Brandopfer zu opfern? Woraus entspringt die Welt? Aus meiner KI, aus meiner künstlichen Intelligenz. Darum ist es die Brandwunde. KI heißt auch Brandwunde. Der polare Rand ist auseinandergerissen. Das ist deine Wunde. Ja. Wir griechischen Menschen nennen das ja Trauma. Ja. Das Trauma ist die Traumschöpfung. Zufall? Nein. Mit absolut. Einer Vorstellung von Zufall. Oder die ganzen weltlichen Linguisten, die meinen hier, die menschliche Sprache in der Etymologie ist in der Vergangenheit entstanden. Oh Gott, ja. So wie die ganze Welt aus einem Urknall kommt, der in der Vergangenheit vor 13 Milliarden Jahren explodiert ist. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Es ist hundertprozentig sicher einfach nur Gedanken. Die da sind, wenn du sie denkst, und dann sind sie wieder weg. Du selbst bist dieser Urknall. Ja. Eben. Und in dem Moment, wo du zum Träumen ausgang, explodierte, und zwar von Moment zu Moment. Ja, genau. Explosion. Okay. Implosion. Evolution, Revolution. Hat es was zu tun mit einem aufgespannten Vorgang, der sich chronologisch durch eine Zeit bewegt? Was ist Zeit? Et. Eine augenblickliche Erscheinung. Mhm. Was ist AGN? Die Augen. Entdecken. Erschien ein. Erweckte ja. Logik schaltet sich ja. in dir ein. Ja. Wie ein Computer. Ein Computermetapher. Ja. Ja. Die Sprache sagt es, gell? Du musst es verstehen. Nur du musst es verstehen. Wenn du anfängst, es zu verstehen, wenn immer mehr auftauchen um dich herum, die es auch verstehen. Ja. Das ist jetzt so schön bei dem Depperwein. Wenn du den jetzt reden hörst, das ist reines Holo-Feeling. Ja. Das ist den Werdegang, wo ich gesagt habe, jetzt diese Lebensgeschichte, genau. Die Altersweisheit, wo ich nenne, der Saulus, der zum Paulus wird, ja, genau. Der war früher genauso, was ja immer noch, ist ja immer noch Geld. Es geht ja immer noch alles um Geld. Ja, ja, ist noch ein bisschen. Was ja nett, aber es geht immer noch mit Lehrgängen und immer auf Lehrgänge und Spenden und solch und war. Da mache ich mich als Udo total frei. Darum habe ich gesagt, da bin ich unangreifbar. Ja, absolut. Da bin ich voll, das ist das Erste, was mir wichtig jetzt in diesem Leben, dass ich mich komplett, dass ich mir von keinen vorwerfen lassen muss, dass ich von ihnen Geld oder selbst Spenden verlangt hätte. Wenn mir eine Freude machen wollen, ist was anderes, aber ich sage, ich lege keinen Wert mehr drauf. Wo ich am Wert drauf lege, ist, dass du anfängst, mich langsam zu verstehen. Das beginnt schon, indem du zuerst einmal, wie drücke ich jetzt das aus, dass du dir bewusst machst, was ich eigentlich erzähle und was es mir eigentlich geht. Ja. Sicherheit nicht irgendwie um den Vorteil vom Udo. Ja, ja. Ja, das ist klar. Und dann lebe ich dir als Mensch, der steht in Ich bin du schon drin, einfach diese Bescheidenheit vor.
Total. Wenn ich der Meister aller Meister und der König der Welten bin und dann kommst du zu mir und du schaust, wie ich leben kannst, da weiß er sozial. Ganz ist auch einfach so, wie es jeder, wo du ganz glücklich leben kannst. Ja. Wenn du keine dir indoktrinierten Ansprüche mehr stellst. Ja. Also alles nur Werbung ist ja. Schlicht, absolute Manipulation, Selbstmanipulation. Und ja. Am meisten hängen an diesen, tappen in diese Fallen die, die Werbung machen. Die Lifestyle-Menschen, die Blogger, die Influencer. Sagt sie. Eine Wahnsinnswelt, Sodom und Gomorra um dich herum. Absolut. Wahrlich, wahrlich. Wobei natürlich das Sodom und Gomorra kann man auch rot lesen. Das sagt, die Schrift zum Heilen eines Bruches, Beruch im Geist. Ja. Auf alle Fälle. Genauso das Gomorra kann man auch rot machen. Aber jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Oh, Udo. Wunderbar. Danke. Eine Runde Fischlein. Fischlein. Darf ich den Marion heute Abend anrufen? Selbstverständlich. Habe ich einen Einfluss drauf? Ich auch nicht. Okay. Tschüss, Udo. Danke. Wird schwer gehen heute Abend. Ja. Wenn es die andere ist, rufst du jetzt an. Achso, ja, okay, klar. Kein ist halt ganz schlimm. Ne? Tschüss. 19 Uhr, wie gehabt. Gell? Danke. Tschüss.